Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einer weiteren Runde Random. Diesmal habe ich mit einem der ältesten Premium-Panzer, glaube ich, für euch am Start. Oder, ja, nicht Premium-Panzer, aber einen der ältesten Panzer im Spiel. Ja, den gibt es, glaube ich, schon mit seit Anfang an in diesem Spiel. Was viele vielleicht noch nicht wissen, ja, dieses Spiel noch nicht lange spielen. Der Tank war mal gar kein Premium und er war mal gar nicht auf Tier 8. Sondern bevor es den M103 gab, war es der Tier 9 Heavy Tank der Amerikaner. Ja, richtig, das war mal ein Tier 9 Tank, so wie er ist. Und der 10er Tank war dann der T30, ja, der jetzt als Tier 9 TD im Spiel ist. Und damals war er halt auf Tier 10, der Heavy Tank, genauso mit der 750 Alpha Wumme. Ja, und das wurde, ich weiß nicht wann, ja, ist wahrscheinlich auch schon 3-4 Jahre her oder länger, wurde dann mal komplett überholt, dieser ganze Forschungsbaum da. T30 wurde ein TD, T34 ist runtergewandert auf T8, ist jetzt ein Premium-Fahrzeug und T110E5 und MN103 wurden als Tier 9 und Tier 10 da eingeführt. Ja, der T34... ein sehr, sag ich mal, spezieller Premium-Tank, ja. Man muss ihn wirklich mögen. Er hat wirklich seine Schwächen und er hat aber auch seine Stärken. Ich glaube, ich will mal hier mit den Stärken anfangen. Und zwar, das ist einerseits seine Kanone. Wenn ich das anschaue, 120 mm Kanone ist natürlich fett, ja. Ist so von den Werten her das gleiche wie die gleiche Kanone, die auch der T30 als Stockkanone benutzen kann und glaube der M103 als zweite Kanone benutzen kann. Ja, und ja, eigentlich ein richtig gutes Teil. Ihr seht 248 Pen als T8 Heavy. Ja, ABCR, also Premium-Munition, werdet ihr nur ganz selten verwenden müssen. Wirklich nur dann, wenn euch, sag mal, in Halder und Tier 10 Heavy oder sowas gegenübersteht. Ja, und selbst dann mit dem ABCR, dann habt ihr 297 Pen, das ist top. Ja, viel besser kann es nicht werden auf dem Tier 8er Heavy. Löwe, können wir mal kurz schauen, hat ähnlich starke Pen-Werte. Ja, da sind 294 und 234. Ja, zurück zum T34 hier. Ihr habt 400 Alpha, haut natürlich ordentlich rein. Ja, ist natürlich nicht so viel wie ein Defender, aber immerhin 10 mehr als das russische 390 Alpha. Genauigkeit von 0,35 ist gar nicht so schlecht, ja, würde man jetzt nicht erwarten bei so einem fetten Ding. Aber ja, wenn man es mit einem IS-3 vergleicht, was hat der für eine Genauigkeit? Gut, ja, 0,4. Zählt nicht, ja, zählt nicht, ist russisch, da hat Genauigkeit eine ganz andere Bedeutung, hier zum Beispiel 0,44, ja, ihr seht schon, mit den 0,35 steht der T34 gar nicht schlecht da. Die Aimzeit hingegen, 3,2 Sekunden, ist sehr, naja, schlecht, anders kann man es einfach nicht sagen, ja, ist glaube ich mit Schlusslicht auf Tier 8. Aber irgendwo muss die Kanone ja, sag ich mal, gebalanced sein und auch Faktoren halt haben, die sie halt ein bisschen zurückhalten. Also hier Aim-Time von 3,2 Sekunden und dann halt die Feuerrate von 4. Ja, das ist ein Stock-Reload von 15 Sekunden. Stell ich das mal vor, auf einem Heavy-Tank. Das zieht die DPM natürlich auch ganz schön in den Keller hier. Ich bin bei ja, knapp 1900 DPM. Das ist ja wirklich... einfach nur schlecht. Ja, was anderes kann man dazu nicht sagen. Ist einfach nur schlecht. Aber das ist so ein bisschen, wie der ganze Tank sich spielt. Er ist langsam. So eins nach dem anderen. Ja, genau so spielt sich dieser Tank. Ja, meine Besatzung hier drin vom T57. Dann noch ein paar Leute vom, auch hier, der Radiomann vom T29. Ein paar andere Leute noch vom E5. Also wirklich, da er sechs Besatzungsplätze hat, könnt ihr hier wirklich alle möglichen Crews reinstopfen von amerikanischen Heavy Tanks und die somit auffüllen. Also passt ganz gut hier. Mein Equipment hier, Standard und Stabi, den Ansetzer und dann, naja, gibt es hier so ein bisschen die Wahl zwischen, haben auch schon Leute gesehen, die mit Optiken rumgefahren sind. Ja, einen Richterantrieb, den ich jetzt verbaut habe, oder zum Beispiel eine Lüftung, ja, die halt alles nochmal ein bisschen boostet. Aber ich denke, um hier die 3,2 Sekunden Aimtime so sehr wie möglich oder bestmöglich zu verbessern, habe ich hier wirklich den Richterantrieb eingebaut. Ja, 10 ABCR hier mit dabei, die braucht ihr eigentlich nicht. Ja, wenn ihr euch das anguckt, das sind 30 Schuss, der hat gerade mal 34 Schuss insgesamt dabei. Ist auch nicht wenig. Na gut, mit dieser niedrigen DPM ist es wirklich schwer, da alle rauszuhauen in einem Gefecht. Ja, aber ich meine, ABCR kommt auch mit 5 oder 6 aus. Ja, braucht man wirklich nur in den seltensten Fällen.
Cola einbauen will ich jetzt nicht. Ja, ist ein Premium-Tank, will damit immer noch maximale Credits farmen. Deshalb sind mir hier die 20.000 Credits, die die Cola kostet, sind es mir da nicht wirklich wert. Steigert natürlich die Performance vom Tank signifikant. Ja, ihr werdet das bei der Aim-Time merken, also generell beim Gun-Handling. Auch an der Sichtweite werdet ihr es merken. Die ist bei mir jetzt 400. Aber ist es mir gerade einfach nicht wert. Ja, 400 Meter... Ja, für ein Heavy ganz okay, ohne Optiken und ohne Cola halt, ist das Ganze in Ordnung. 380 Meter Base, einfach Durchschnitt auf die 8, würde ich mal sagen. Ja, die wirkliche Stärke des T-34 ist halt wirklich dieser Turm und diese Kanone. Ihr stellt euch irgendwo Halldown hin, er hat 279 mm Turmfront, das macht ihm auf Tier 8 keiner nach. Ja, gut, IS-3, da hat Stalin noch seine Hand vorne in der Kanonenblende mit eingebaut, das heißt, die ist wirklich unpenetrierbar. Aber hier, wenn ihr euch sowas anguckt, ja, das ist schon relativ fett. Ah, gut, die anderen Werte, 18 Grad pro Sekunde Traverse Speed ist halt... auch lächerlich, aber gut, so ist halt der ganze Tank, muss man akzeptieren, ja, einen Gang zurückschalten. Tank ist langsam, Kanone ist langsam, DPM ist langsam, aber damit, mit dem Bewusstsein muss man an den Tank herangehen und dann klappt das meistens auch. Ja, hoffen wir mal auf eine gute Runde hier. Wie ihr wisst, Tier 8 in letzter Zeit, naja, ziemlich gefickt, ja, muss ich ehrlich sagen. Ihr merkt es wahrscheinlich selber, egal ob ihr Premium spielt oder nicht Premium spielt, einfach nur Tier 8. Ihr werdet meistens zum Auffüllen benutzt, in 9er Gefechten, in 10er Gefechten, in Platoon, ja, gar keine Rede davon, ist noch viel, viel schlimmer. Deshalb bin ich hier gerade ganz schön froh, dass wir hier ein 8er Gefecht bekommen haben. Eigentlich ideal für den T-34. Wer hier null Probleme haben, irgendetwas zu pennen, diese 248 mm Pennen sind wirklich ja saugeil, ja. Wie gesagt, auch eine der größten Stärken dieses Tanks. Und ich denke, was man immer machen sollte mit dem T-34 ist so, gerade wenn das Gefecht anfängt, ja, weil man ein bisschen Zeit hat, sich zu überlegen, wo man hinfährt, wo man Halldown stehen kann. Und das ist hier die Einserlinie, da gibt es genügend Möglichkeiten, Halldown zu stehen. Wäre natürlich cool, wenn jetzt auch noch ein paar Teammates hier mitkommen und nicht alle Richtung Berg fahren. Ich meine, der Berg, ja, ist der Schlüsselpunkt. Oder der Schlüssel einfach nur zu dieser Map. Deshalb auch gut, dass hier so viele den anfahren. Aber wird hier doch trotzdem gerne auf der 1-2-Linie arbeiten. So, hier ist 6. Sehr schön. Ja, hab jetzt hier die Zeit genommen. Oder hab die Zeit gehabt, hier voll einzuzielen. Und den Schuss wirklich präzise anzubringen. Und ihr seht, ihr 6-Seite ging da wirklich sehr gut durch. Hier wäre cool, wenn ihr mithelfen kommt, Jungs, statt einfach nur in der Mitte rumzustehen. Wäre das echt gut, wenn ihr hier mit rankommt. Sehen schon, FCM ist da drüben. Der IS-6 ist hier bei mir. Ich habe halt auch Schiss vor den Emils. Ja, wenn die beide hier sind, die haben auch einen sehr guten Turm. Und halt diesen Clip. Deshalb müssen wir hier vorsichtig sein. Aber ich meine, solange ich Halldown stehe, muss ich hier nicht wirklich Angst haben vor irgendwas. So, ein IS-6, ja, der sollte auch vorsichtig sein. Das ist halt wirklich geil. Das ist das, was man mit dem T-34 machen kann. IS-6 einfach frontal durch den Turm ballern. Ja, wirklich kein Problem. Der Schuss geht einfach durch wie Butter. Und es ist einfach richtig geil. Ja, das ist... Öffnet halt ganz neue Möglichkeiten, so hohe Pen. Gerade auf Standard-Muni. Ja. Das ist halt wirklich mega fett. So, jetzt sind wir es ehrlich gesagt hier ein bisschen zu viele Leute. Ja, IS-6 will auch auf mich schießen. Deshalb bleibe ich hier mal hinter dem Oho. Sehr schöner Schuss. Okay, das war ein Botschuss. Schlechter Schuss. Oh, hier, oho. Aus der Fahrt. Sehr schön, hat er sehr gut gemacht. Und unser 110er flankiert hier. Okay, läuft bei ihm. So, weiter geht's. Okay, oho, ich merke schon, du willst hier Betrieb machen. Dann, geben wir mal Gummi hier. Aua. 574. War das jetzt die kleine Kanone und Mega Low Roll? Oder die große Kanone? Die große Kanone und Mega Low Roll oder die kleine Kanone und Mega High Roll? Ja, Ammo rackt einfach mal voll HP hier den Scorpion. Er steht da hinten an dieser Kante. Ja, das ist natürlich beschissen hier. Das können wir kurz nicht aufrücken. Ich sehe gerade, es steht schon wieder 7-1. Gegnerteam, hello? Okay, der 110er macht den vielleicht auf. Er steht echt da hinten. Mal blind hinschießen, genau da an der Ecke wird er stehen. Ja, kein Einschlag gesehen. Ich denke, der Schuss ging da
ganz klar rein in den Rheinmetall. Er hat, Oho hat auch nochmal kassiert von ihm. Ah, ihr seht, habe ich glaube ich blind getroffen, den Kollegen. War einfach zu offensichtlich. Schade, dass es jetzt schon echt wieder 10-3 steht. So kurze Gefechte, ja, ist halt langsamer Tank, langsame DPM, ja. Je länger das Gefecht, sage ich mal, desto besser kann der Tank halt sein Potenzial unter Beweis stellen. Und in solchen Gammelrunden, ja, kommt halt nicht viel rum, weil ja, die Runde ist gelaufen. Bleib mich hier einfach in Cap stellen, denke ich. Noch irgendwas rauszuholen. Rheinmetall spielt das da ganz schön gut. Dann nimmt er den 110er ziemlich auseinander. Oh, da komme ich ran. Dann in 10 Jahren, wenn die Kanone einigermaßen eingezielt ist. Ja, sehr schön. Ging auch gut rein, der Schuss. Ja, die Kanone hat sich jetzt gut verhalten, das ist, die Runde. Ihr habt manchmal Schüsse, das werdet ihr merken, wenn er den Tank spielt. Die gehen einfach nur sonst wohin, ja, komplett sonst wohin. Da hast du nicht mal hingezielt. Das ist eine ganz andere, wie sagt man, ganz andere Adresse, ja, wo der Schuss manchmal hingeht. Das kann lustig sein, aber gut. Ja, haben den tatsächlich blind getroffen, die Rheinmetall. Also sehr, sehr gut, ja. Hoffe einfach mal auf eine bessere Runde hier. Oh ja, wieder volles Achtergefecht. So will ich das doch sehen. Haben die wirklich was geändert an dem Matchmaking? Ja, genau das braucht der T34, ja. Hat auch mit 9ern kein Problem mehr. Solange ihr Halldown steht, werden die Gegner es sehr schwer haben, euren Turm zu penetrieren. Egal auf welchem Tier. Selbst Tier 10, gut, die haben es ein bisschen einfacher. Können zum Beispiel das Turmdach hier overmatchen. Oder dieses kleine Dreieck hier ist auch ein Weak Spot. Aber muss man halt sehr präzise treffen können. Aber ja, generell, jeder wird die Wanne penetrieren und alle werden es sehr schwer haben, den Turm zu penetrieren. Deshalb, sobald ihr Halldown steht, ist es eigentlich scheißegal, was euch gegenübersteht. Sagen es nicht sowas wie Jagdpanzer ist oder so, der schießt dann einfach frontal durch die Kanonenblende, ja, den juckt das nicht wirklich. Also generell, solange ihr Halldown steht, wirklich, gibt es keinen wirklichen Grund zur Sorge. So, jetzt haben wir halt die Wahl. Fahre ich links von der Seite eher ungern. Wirklich nur sehr ungern. Weil es halt da relativ offen ist und die Leute einem immer in die Seite schießen können. Ne, ich probier's mal. Haben halt auch eine Menge Heavies hier. 50-100, M4, Chrysler, KV-5, Löwe, Patriot, ja, die würde ich halt auch gerne, oder deren HP, ja, die würde ich gerne für mich beanspruchen. Ah, seht ihr wieder. Lahmer Tank, lahmer Heavy Tank, 12,6 Sekunden Reload, ja, auch grottig, aber da muss so ein bisschen sein Bewusstsein, muss ich ein bisschen bewusst sein, dass der Tank einfach lahm ist, dass er so ist, ja, und dann so damit ins Gefecht gehen mit diesem Bewusstsein. Und dann, ja, passt das eigentlich auch, finde ich. Ich denke, der T34 bekommt sehr viel Hate. Also was ich manchmal so sehe unter Videos und so, dass die Leute überhaupt nicht mögen. Ist wahrscheinlich, dass dieses Bewusstsein da nicht vorhanden ist. Ja, kassiert von, schon vom Scorpion, das meine ich. Absolut unnötig, dass hier so eine Senke ist, wo die Leute da alle durchschießen können. Sobald die hier gespottet sind, finde ich absolut blöd. Hat gleich nochmal vom Scorpion kassiert. Ja, das ist absolut schlecht gemacht hier, diese Map, an der Stelle. Wäre halt echt cool, wenn man ja, hier durchfahren könnte, ohne voll zu kassieren. Ja, jeder hat ja einen Schuss vom Skorpion mitbekommen und den Schuss kann man nicht ausweichen. Ich werde versuchen jetzt mal hier ein bisschen an der Schräge zu spielen. Ja, kann hier den Turm sehr gut nutzen. Sollte jetzt außer Render-Distanz sein, also außerhalb der Render-Distanz von dem Skorpion. Der Schuss ging nicht ganz rein, hätte ich doch auf den AMX schießen sollen. Jetzt steht ja Mr. Balance mir gegenüber. Der gute Chrysler. Doch, war eigentlich seine Schulterplatte angezielt, aber hat dann irgendwie den Turm getroffen, aber ging letztendlich doch durch. Also, ja, passt, ne? Das ist diese Balance Cupola, ja, die auch sehr, nur sehr schwer zu durchschlagen ist. Wow, der Schuss ging sauber rein. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier diese Mikromaus, ja, diesen MVK-Dingster-Bumster. Der jetzt wirklich hier nur noch reinpusht und seinen Job macht. Macht das alles richtig, ja, er muss ja
Er hat die Panzerung, was sein größtes Plus ist, die muss er hier einfach einsetzen. Na komm, Jungs. Ich will hier niemanden blocken, aber komm, VK. Gib Gummi. Da werde ich keinen Schuss mehr reinkriegen. Jeder zielt hier auf ihn. Ja. Schon wieder steht 7-2. Wahnsinn, oder? Wie schnell die Gefechte vergehen in DOT. Eieieiei. Ah, okay. Scorpion hat sich verlegt dahinter, weil er gerade hier den M4 gekillt hat. Das heißt, er steht jetzt da hinten. Ich meine, ich kann den Schuss von ihm einstecken. Das wird mich nicht allzu sehr jucken. Nicht rein. Aber um Cap müssen wir uns echt keine Sorgen machen hier. Das kriegen die Kollegen schon geregelt. Er steht irgendwo da in den Büschen. Und hier gerade im Nahkampf oder sagen wir mal mittlere Entfernung ist das wirklich mit der Kanone gar nicht so ein großes Problem mehr. Da ist diese schlechte Gunnling wirklich zweitrangig. Jetzt würde ich mal für die Lols hier eine HE reinkloppen und hoffe, dass ich den Scorpion irgendwie aufmachen kann. So eine HE, das würde ihn schon wehtun. Hey, wen haben wir denn da? Da steht da der Kollege. Er hat hier alles richtig gemacht. Der Scorpion am Anfang stand er da drüben, um die Leute zu beschießen. Also hier in der Mitte. Danach hat er sich verlegt, um die Leute zu beschießen. Mmh, 475. Eieieiei, das hat er gespürt. Das hat er gespürt. Nicht nur ein bisschen. Das war ordentlich. Jetzt habe ich immer noch HE geladen. Na gut. Oh, ich glaube, der Schuss ging total vorbei. 14-6 schon wieder. Ich will mal eine ordentliche Runde. Wo ich so richtig schön zeigen kann, wie man halt auch zum Beispiel in der Defensivwirkung sehr gut arbeiten kann mit diesem Tank. Ja, um einfach nur Gegner zurückzuhalten. Snipe? Nee. Einfach nur Gegner halt zu blocken, ja. Weil sie wissen, oh hier, T-34-Turm, da ist kein Durchkommen. Ja, das kann manchmal sehr cool sein. Gerade gegen High-Tiers, ja, wenn man eine gute Position hat, nicht gerusht werden kann, dann kann man da echt eine sehr gute Blockwirkung haben, sage ich mal. Ja, war jetzt hier eine einigermaßen okay Runde. Hängen wir noch eine weitere Runde dran. Hoffe ich mal auf kein 7-2 nach 3 Minuten. Euch hier T9, sehr schön. Ja. Ich muss sagen, T34 auch einer der Premiums, zum Beispiel in die Klasse würde ich noch zählen, sowas wie eine Lorraine, die vielleicht eher weniger, aber sowas wie ein Rheinmetall Scorpion oder der zum Beispiel, der, wo das Matchmaking nicht so eine große Rolle spielt, ja. Ihr werdet alles pennen und alles wird euch pennen. Ja, ihr habt, egal ob ein Zehner euch auf euch schießt hier, Turm wird er wahrscheinlich nicht pennen, aber Wanne wird er pennen. Das gleiche bei einem Achter, ja. Und ihr werdet den Zehner wahrscheinlich genauso pennen, wie ihr den Achter pennen werdet. Ja, auf dem Scorpion das gleiche. Jeder pennt einen Scorpion und der Scorpion pennt im Gegenzug auch alles. Also das ist so die Klasse der Premiums. Ich denke, die spielen sich jetzt zurzeit wirklich am komfortabelsten in Zeiten von sehr schlechtem Achter-Matchmaking, sage ich mal. Man halt ja, meistens nur zum Auffüllen genutzt wird. Muss ehrlich sein, sehr lange könnte ich den T34 auch nicht spielen am Stück, weil er halt echt, ist nicht wirklich mein Spielstil. Ich meine, für ein paar Runden, klar, macht das Spaß. Aber einfach nur dieses sehr langsame, träge, schlechte Gun hinlegen und so, ja, das ist, ist nicht wirklich mein Fall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Spieler gibt, die das wirklich sehr gerne spielen. What? Die eigene Arti. Ah, die sind Platoon und beschießen sich gegenseitig. Läuft bei denen. Oh. Kann ich da was snipen? Der Kollege ist weg. Der Team killt uns ja nicht, die Arti hier. Die wird später vielleicht noch das Gefecht entscheiden müssen. Ja, und da glaube ich immer Standard. Auf seiner Seite sollte man bleiben, gerade im Standardgefecht. Auf seiner Seite bleiben und versuchen da erstmal seine Seite zu cleanen. Und dann ist es halt einfach nur ein Mega-Camp-Spiel.
hat da Brücken. Mitte ist dann die sicherste Brücke meistens, um rüberzufahren, aber selbst dann muss man mega, mega vorsichtig sein. Weil die Gegner halt meistens komplett defensiv überall aufgestellt sind. Jetzt bin ich ja aufgegangen, glaub nicht, dass es der 59 Patton war. Vielleicht war es ein TD hinter ihm. Genau da zum Beispiel. So, dann viel Spaß, Kollege. Ich hab Turm, du nicht. Ah, schade. Keinen Schuss reinbekommen, kein Spotting dafür bekommen. Hätte ich mir ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich glaube, er wird jetzt einfach nur gerusht werden. Ja. Armes Petten. Mein Kill. Bisschen Kill noch abgestaubt. So. Jetzt haben wir ja zwar diesen VK. Ne, scheiß drauf, ich muss fahren jetzt. Okay, solange er mich nur trackt, ist mir das egal. Ich will in diese Haldern-Position kommen. Ja, vielleicht ein oder zwei dafür einstecken. Aber da kann ich ihn dann wirklich effektiv halt auseinandernehmen, weil ich Haldern stehe und er direkt vor mir. Und wenn er nur meinen Turm sieht, hat er eigentlich so gut wie null Chancen. Gut, der wird auch schon von der Rain und T54 geolot hier. Ja, deshalb fahrt nie über die Brücke. Ihr macht damit dem Team und euch selber wirklich keinen großen Gefallen. Die Rain fährt ja auch ziemlich YOLO. Man weiß nie, was da hinten steht. Oft stehen da gerne mal ein TD oder irgendwas, was wartet. Hast du das richtige Ziel ausgesucht, Arti? Sehr gut. Deshalb war das ein bisschen YOLO von der Rain hier. Einfach da übers offene Feld zu rammeln. Ah, gut. Muss ich selber wissen. So, und jetzt ist halt das Ding, ja. Jetzt fängt das große Campen an. Beide Teams haben ihre Seite hier gecleant, ja. Die Leute, die bei uns rübergefahren sind, sind gestorben. Die Gegner, die auf unsere Seite rübergefahren sind, sind gestorben, ja, deshalb macht nie den Fehler und fahrt rüber, bleibt immer auf eurer Seite und halt wirklich warten, warten, warten. Sehr viel anderes passiert auf dieser Map einfach nicht. Es gibt halt ein paar Positionen hier in der Mitte, die man, naja, sag mal, relativ aggressiv anfahren kann, wo man halt trotzdem noch sehr mit einigem Cover stehen kann. Zum Beispiel die Position, die ich jetzt anfahre. Das ist halt hinter diesen Dreckshügeln hier, wenn man sehr gute Sichtweite hat, was jetzt nicht der Fall ist. Aber generell mit einem Medium oder gerade mit einem Medium oder mit einem Tank mit einem guten Turm kann man da sehr gut stehen. Der Schuss ging gut rein, obwohl er nicht sehr, sehr eingezielt war. So, T30 will ich natürlich nicht kassieren, den Schuss. Daran an ihn. Ah, er ist sich durchaus bewusst, dass ich hier stehe. Oh, sehr schön. Da seht ihr wieder, mit 200 Pen hätte ich den Schuss niemals gepennt. Ja. Ah, 248 Pen ist wirklich so komfortabel. Ja, unsere Leute machen jetzt auch den Fehler. Einfach durch zu YOLOn. Lorraine ist draufgegangen. T54 ist wahrscheinlich gerade am draufgehen. So, du willst nochmal, oder? Warten, bis er steht, damit ich hier einen sauberen Schuss auf ihn habe. Sehr schön. Jetzt gehe ich hier auf, habe hier die Häuser zum Schutz von rechts. Okay, super Pushing, ja. Da steht da oben, er sieht halt nur meine Kette. Ich meine, da kann er lange drauf schießen. Ja. Ja, und es ist halt ziemlich scheiße, dass hier schon drei Tanks rüber geolot sind und gestorben sind. Oh shit. Jetzt stehe ich echt blöd. Ich schieß vor dem T30 da hinten auch. Okay, das heißt, der WZ ist auch Nähe Brücke oder fährt gerade rüber über die Brücke oder ist schon rüber gefahren. Oder halt im Wasser mit dem IS-6. Ich weiß nicht, hat der T30 hier ein Schussfeld durch? Ich hoffe einfach mal nicht. Dann kann ich hier auch durch die Brücke auf den IS-6 wirken zum Beispiel, sobald er ein Stück zurückfährt. Ja, T54, was pingst du blöder auf mir rum, echt? Da ist der T54, der über die Brücke jolot und meint, du bist nicht mitgekommen, du bist dran schuld, dass wir gestorben sind. Absolut falsche Herangehensweise. Er ist rüber gejolot, er ist gestorben, war seine Schuld. Habe ich nichts damit zu tun. Ich glaube, ich werde den Kollegen einfach mal abheben, falls er sich entscheidet, da zurückzufahren. Ja, und jetzt beginnt halt das lange Warten auf Erlenberg, das ist, glaube ich, eben bekannt. So, da ist der WZ, genau.
Es wäre halt cool, wenn wir hier den einen oder anderen TD nach Richtung Norden mobilisieren könnten. Also wenn der WZ jetzt ja sich entscheidet zu pushen, was er wahrscheinlich auch machen wird. Ein TD auf A0 zum Beispiel wäre da echt gut oder ein anderer Tank. Ja, hast du mal meinen Turm noch gesniped hier, Arti? Gut, ne? Kann man machen. Sind die 30 sich durchaus noch bewusst, dass ich hier stehe? Oh, okay, das wird natürlich jetzt blöd. Versuchen weiter zurückzufahren. Ja, mit dem Piloten kann ich es nicht aufnehmen. Nicht mit so wenig AP. Jawohl, sehr schön, Arti. So, sollt ihr einigermaßen safe stehen. Jawohl, unser Team hat schon wieder angefangen im Süden gegen zu pushen, also wirklich sehr gut gespielt. Die Leute hier im Süden erst defensiv gewesen, dann erkannt, die Situation gut ausgenutzt und jetzt halt hier gegen zu pushen, also alles richtig gemacht, da die Kollegen. Aber jetzt stehe ich eigentlich gut, habe diese Haldon-Position, könnte ich einfach mal versuchen, auf den Piloten zu pieken und ihn rauszunehmen. Dieser Klicker, schon ätzend, oder? Ja, ist okay, wenn ich jetzt einen einstecke von ihm. Kein Lolo bitte. Danke. Danke, RNG, danke. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, was hinter uns abgeht. Muss auch wieder Artis safe fahren, weil der Klicker ist bestimmt wieder drauf auf mir. Ah ja, hier ist der WZ. Grüß dich. Nee. Solange ich Haldon bin, machst du da nichts, WZ. So, falls ich entscheide, sich jetzt rüber zu fahren, ich dann halt relativ schnell versuchen wegzukommen hier. So, du willst doch sicherlich nochmal. Selbst wenn jetzt in Sidescrape geht, ja. Er hat diese Schulterplatte, die ich easy pen kann mit 248mm pen. Das ist wirklich, ja, das Komfortable. So, das war Artischuss Nummer 5? 4? Ich hab keine Ahnung. Medikit benutze ich jetzt mal nicht. Ja, ist kein Druck hier auf mir. Passiert gerade nichts. Jetzt liegt es halt daran, dass die Leute hier die Leute auseinandernehmen und dann halt hier das Team komplett umzingeln. Mehr oder weniger. Und dann steht der WZ halt auch hier mega schlecht. Sieht er mich? Soll mich nicht sehen, oder? Oh, hat mich doch gesehen, okay. So, Arti ist wieder hier eingeaimt, aber ist gut, ja. Da haben die Leute da... können da ihr Zeug machen. Oh, shit. Oh, Schwein gehabt, dass er low-rolled ist. Sehr viel Schwein gehabt. Hier, schau mal hier oben rein, Metall. Einfach rauffahren, in Schuss einstecken und ihn rausnehmen. Wär die beste Option jetzt. Kann natürlich sein, dass er macht genau das gleiche nochmal. Der Ruhe nimmt sich da irgendeinen Busch oder spielt es über Sicht weiter. Deshalb bin ich jetzt hinter das Haus hier gefahren. Um halt safe von ihm zu stehen. Weiß nicht, ob der Rheinmetall das überhaupt mitbekommen hat, dass da oben in Ruhe stand. Direkt neben ihm. Der sniped auf den IS-3, solange er da. Ah ne, das war der VK. Na ja, gut, Ruhe ist weggefahren. So, jetzt Turmdrehung und abdrücken. Nicht ganz. Nee, der haut ab. Ja, aber das ist halt so ein allgemeiner Tipp, Erlenberg. Seine Seite clean. Und dann versuchen zu campen, je nachdem, was das Team macht. Halt mehr ein bisschen defensiv oder ein bisschen offensiver arbeiten. Und Mitte bietet sich dafür immer gut an. Muss natürlich vorsichtig sein, ja, man geht da auf. Und wenn man keine Sichtweite hat oder schlechte Sichtweite hat, dann ist es auch sehr schwer, im Gegenzug was aufzumachen. Aber trotzdem kann man da halt gut einfach nur so ein bisschen den Ankerpunkt sein fürs Team. Die Arti hatte Spaß. Das heißt, Rest des Teams konnte agieren, ohne von Arti die ganze Zeit belästigt zu werden, weil die Arti hat mich belästigt. Ich nehme an, dass der Ruder immer noch genau irgendwo rumsteht. Hat jetzt erwartet, dass er auf A0 im Busch steht. Ayut hat sich so entschieden. Rheinmetall sollte ihn jetzt rausnehmen. Sehr gut gemacht. Ganz fein. Ganz fein. Oh, da war das ja eigentlich eine ganz angenehme Runde, wa? 3300 Damage, mehr als erwartet. Und, boah, war gar nicht schlecht. Credits fallen halt, boah, 75.000. Ich meine, für so eine okay Runde, sage ich mal, ist es okay, ja. Könnte man jetzt nichts erwarten hier. Und ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von dem Tank haltet, wie ihr über ihn denkt. Habt ihr ihn selber? Würdet ihr ihn gern haben? Hasst ihr ihn? Liebt ihr ihn? Und ja, würde mich mal interessieren. Also, dann hoffe, ihr habt was gelernt. Euch hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja,
bis später. Bis dahin, haut rein. Tschüss.